Ja, herzlich willkommen bei diesem zweiten Tutorial, wo es wiederum um die Konstruktion von Schablonen gehen soll. Ihr seht hier noch das letzte Ergebnis vom letzten Tutorial. Das werde ich jetzt erst einmal verschieben. Das heißt M und 0 und dann ist es hier auf die Ebene 0 geschoben. Ich habe hier mein Standard, meine Standardschablone Größe A4 und dann können wir da mit fortfahren. Das heißt, ich möchte auf diese Schablone hier nun wieder neue Konturen konstruieren, die wir dann da ausschneiden und die dann auch hinterher 3D drucken können. Und ich will auch ein Video machen mit den ganzen Schablonen, die ich für meine Frau generiert habe. Das mache ich die Tage mal und dann wird das auch hier entsprechend eingefügt. Okay, fangen wir an. Was wollen wir machen? Machen wir Blümchen, machen wir Kreise. Komm, machen wir Blümchen. Okay. Und zwar, da habe ich eine Idee gehabt, die habe ich bisher noch gar nicht so umgesetzt. Und zwar die Blumen. Die habe ich schon mehrfach gemacht die letzte Zeit. Eins war nicht so erfolgreich, eins war jetzt ganz erfolgreich und ich habe jetzt aber eine neue Idee. Okay, wir fangen wieder an mit einer Curve und zwar wir erzeugen ein Bézier-Circle und der wird jetzt einfach hier, wir können das um diesen Mittelpunkt da generieren. Das heißt, skalieren kann man das hinterher noch. Das ist der Bézier-Circle. Wenn man in Edit-Mode geht, dann sieht das Ganze so aus. Wir können das jetzt erstmal nach oben schieben. Und den können wir jetzt auch nach oben schieben. G und Y. Ich mach mal gerade der Sicherheit halber, damit ihr alles mitkriegt, wieder die Tastenbefehle an. Hätte ich auch vorher schon machen können, aber so ist es halt. So, dann die beiden auch nach oben. Okay, jetzt muss man hier schauen, was ändert man. Also wir können erstmal hier das ein wenig dünner machen und auch die so ein bisschen, muss man sich überlegen, was für eine Blattform möchte man haben. So, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ich selektiere erstmal alle, bewege die noch ein bisschen weiter nach außen, damit ich genügend Platz habe für einen Stempel hier in der Mitte. Das heißt, das war das Blütenblatt. Ich erzeuge einen weiteren Bézier-Circle. Den machen wir hier in die Mitte. Den können wir so ein bisschen größer ziehen. So, das sollte eigentlich ganz gut sein. Und dann wird der selektiert. Und da kommt es jetzt darauf an, dass man für die Bearbeitung die richtigen Parameter eingestellt hat. Wir möchten um den 3D-Cursor drehen. Und zwar das Objekt Shift D X 0 R 45. Ich glaube, da habe ich. Oh, jetzt haben wir es 45. Shift D X 0 R 45. Shift D X 0 R 45. Shift D X 0 R 45. Ich glaube, da habe ich was falsch gemacht. Gucken wir mal gerade. Ja. R45. Shift D X0. R45. Shift D X0. R45. Shift D X0. R45. Jetzt habe ich das Ganze achtmal halt kopiert und entsprechend rotiert, habe halt meine Blüte, wie sie oder Blume, wie sie hinterher in der Schablone erstellen
erscheinen soll, habe ich definiert. So, jetzt ist die natürlich viel zu klein. Das heißt, ich selektiere die erst einmal. Wir können jetzt das wieder reinfügen und jetzt können wir die erstmal hier an die richtige Stelle positionieren. Da soll die hin und die soll halt skaliert werden. Die wird jetzt weiterhin um den Cursor hier skaliert, also genau wie wir es haben wollen. Wie groß die nun wirklich wird, das müssen wir schauen. So, das wäre eine Größe, die für die A4 oder hinterher auch, wenn wir wieder A5 drucken, korrekt wäre. Das nehmen wir jetzt so. Jetzt kommt wieder der berühmt-berüchtigte Fall. Wir selektieren alle. Eine ist gelb, alle anderen sind rot. Wir drücken Steuerung J. Alle sind verbunden. Das sind jetzt alles Kurven. Und jetzt machen wir Alt-C, Mesh vom Curve und haben jetzt im Edit-Mode wirklich einzelne Punkte. Dafür muss man aber auch die Punkte darstellen lassen. Da sieht man das. Okay, die reichen auch, die Punkte reichen für den 3D-Druck in dem Fall völlig aus. Man könnte die durchaus auch noch feiner machen. Muss aber alles nicht sein. Das hebt nur die Rechenzeit und den Speicherverbrauch an. Okay, so, dann gehen wir hier wieder her, selektieren alle, drücken Alt und F und dann werden die ausgefüllt. Und es sind jetzt gefüllte Einzelflächen und jetzt können wir mit denen so erstmal weiterarbeiten, das auf nach oben ziehen, das machen wir später. So, ich hole mir erstmal wieder das Blatt hier auf den Schirm. Wir haben also das Objekt, dem gebe ich jetzt erstmal einen Namen, und zwar Bloom heißt das Ganze. Und das wird jetzt erstmal kopiert in X-Richtung. Und zwar mache ich es mal so. Und da stelle ich jetzt hier das um, nicht mehr um den 3D-Cursor, sondern um das aktive Element. Und dann dreht er das hier so um. Jetzt kann man das hier so schön um 25,5 mm drehen. Vielleicht noch ein bisschen weiter in X bewegen. Und so kann man die dann hinterher wesentlich dichter zusammendrucken durch diese Verschiebung. Und jetzt muss man sich überlegen, nach oben muss das Ganze ja auch noch entsprechend gemacht werden. Das heißt, wir selektieren die beide Y. Ich verschiebe die erstmal hierhin. Minus 25,5 und der wird 25,5 verschoben. Wir können die beide selektieren. G, Y und so. Und jetzt kann man versuchen, die vernünftig auf diesem Blatt hier zu verteilen. So, um das Ganze hinterher auch noch einigermaßen, ich sag mal, konfigurierbar zu machen, mache ich hier raus wieder über Steuerung J ein einzelnes Objekt. Das sind jetzt diese vier Blumen und die möchte ich jetzt erst einmal mit der Boolean-Funktion, mit dem Array entsprechend verschieben. Geht in die falsche Richtung, das ist kein gutes Zeichen. Also wir brechen das erstmal ab hier. Das heißt, den schmeißen wir wieder raus. Und
Wir haben das Ding ja hier gedreht und da geht man erstmal her, geht her, Clear Rotation. Und jetzt können wir es nochmal hier ein bisschen hinbewegen. Und jetzt ist die Rotation auf alle Fälle weg. Das heißt, man kann jetzt hier wirklich mit dieser Funktion arbeiten, die ich gerade genutzt habe. Das heißt, Array. Und da muss man jetzt hier eben genau schauen, welchen Abstand nehmen wir denn? So, eigentlich sieht der Abstand von 0.9 gar nicht so schlecht aus. Und dann machen wir das hier einen höher. So, und damit das jetzt einigermaßen passt, ich habe immer noch dieses hier selektiert. Ich skaliere das Ganze. Bewege das Ganze. Können wir das auch noch ein bisschen nach unten bewegen. Man kann also wirklich sehr fein das austarieren. So, jetzt machen wir einfach eine Copy von diesem Array, was wir gerade hier erzeugt haben. Und da löschen wir hier die 0.9, gehen hier auf Y, 0.9 wird wahrscheinlich auch nicht so falsch sein. Aber natürlich viel zu viele. Und dann gehen wir hier her und reduzieren die Anzahl. So, das ist einer zu viel. Das heißt, wir gehen jetzt her und geben diesem Wert hier so viel. Das sieht ganz gut aus. Kann man noch ein bisschen mehr machen. 1.1, ne, ist zu viel. So, so passt das. Die hier oben müssen einfach hinterher weggelöscht werden. Was machen wir jetzt? Wir gehen her, sagen Apply, Apply. Und wir haben ein einziges Objekt. Und jetzt müssen wir hier oben die rauslöschen. Das machen wir folgendermaßen. Wir gehen her. Alles ist deselektiert. Wir selektieren Border Select, drücken STRG L und einmal die Entfernen-Taste. Vertices und schon habe ich nur noch die Blumen, die ich wirklich haben möchte. Und die sind alle ein Objekt. So, wir haben weiterhin hier unseren Grundbausatz für die Schablone in Größe A4. Und ich kann jetzt einfach das hier in den Edit-Mode gehen, alle selektieren, Extrude, die nach oben ziehen, dann alle sektieren, zweimal A drücken, G, Z, die so ein bisschen nach unten ziehen und die heißen halt Bloom. Der heißt Sharp Original, so wie wir es gewohnt sind. Und dann lassen wir den doch einfach da abziehen. Beziehungsweise Sharp Original will ich jetzt direkt schon mal wieder umstellen, dass er texturiert dargestellt wird. Und wie hieß das? Bloom. Okay. So, davon machen wir erstmal eine Kopie. Shift D, X0. Schieben wir auf eine andere Ebene. Haben wir eine Kopie davon. Den hier, den brauche ich im Moment noch nicht kopieren. Ich mache erstmal
meinen Boolean Modifier da rein. Das heißt Boolean Difference. Wir gehen direkt auf Curve und wählen Bloom aus. Hat aber was zu tun, der Junge. Und das nicht zu knapp. Okay, das ist Difference und so wie es aussieht, ist das falsch. Also da passt was nicht. Also die einmal selektieren, in den Edit Mode, alle selektieren, Steuerung N, dann werden die neuen normalen Vektoren neu generiert. Da scheint was nicht gestimmt zu haben. Wir gehen wieder aus dem Edit Mode raus. Man hat schon gesehen, das gerade bearbeitete Objekt, auf einmal sind die Ränder wieder sichtbar. Jetzt muss man nur wieder warten. Oder muss man nicht warten? Na doch, man muss warten. Er rechnet wieder. Blender gibt das leider nicht so ganz gut an, ob er gerade was tut oder nicht. Aber in FreeCAD möchte ich sowas nicht machen. Der würde sich da tot rechnen. So, jetzt haben wir hier die Blumen und hier die ausgeschnittenen Blumen. Kann man sich anschauen. Wunderbar. So. Davon machen wir jetzt wieder eine Kopie. Das ist wieder eine Sache, die kann dauern. Shift T X 0. Der rödelt wieder. Kann garantieren, bei FreeCAD würde sowas nahezu nicht funktionieren. So viele Ausschnitte, da rechnet er sich zu Tode. Auch Blender tut sich hier schon echt schwer. Noch mal gerade schauen, hat sich was getan? Nee, der ist immer noch am Rechnen. Okay, das war die Kopie. Ich hoffe, mein X0 ist da jetzt noch irgendwie mit drin. Sieht aber ganz gut aus. Wir haben hier Sharp Original, Sharp Original 001. Den schieben wir wieder auf die Folie 0. Der ist hier neu. Den geben wir einen schönen Namen. Und zwar Sauer X nenne ich den einfach mal. Und weil es so nett war, machen wir einen Apply. Das wird jetzt nochmal so lang dauern, die ganzen Sachen hier zuzuweisen, dass da ein exportierbares Objekt rauskommt. Okay, das war's. Wir haben hier, man kann jetzt in den Edit Mode gehen, da sieht man, das ist alles ein geschlossenes 3D-Objekt. Wieder in den 3D Printing. Können wir kurz speichern. Und das ist selektiert. Man geht auf den Export in der 3D Printing App, die wie im ersten Tutorial gezeigt auch aktiviert werden sollte. Und schon ist das Ganze eine STL-Datei. Wir machen wieder Cura auf. Und jetzt kann das direkt gesliced werden, und so dass wir das drucken können. So, Cura wird gestartet. Braucht auch seine Zeit. Steuerung O.
Will er nicht. Open Files. Ah, da haben wir es. Da muss man wieder ins richtige Verzeichnis gehen. Hier wieder ein bisschen Wartezeit. Blender. Sharp Test. Und da haben wir hier Tutschablone Flower X. Können wir auswählen. Selektieren. Wieder auf Skalieren. Ist A4. Das heißt, wir machen erstmal Uniform. Mist, das war nicht so gut. Uniform 210 mal 148,48, 70,71. Dann machen wir Uniform aus und wählen hier 0,72. So, dann ist das wieder eine A5-Schablone und hat die Dicke von 0,72, wird gesliced. Wird nicht kurz beim Druck brauchen, eine Stunde 50, okay. Also Save to File, Abschuss dafür und ab in den Drucker. Gut, okay, das war's zu diesem Tutorial, eine neue Schablone mit Blümchen. Weitere Ideen folgen bald. Okay, tschüss.